Der Akkubohrer-Fußnagel. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Richtiger Cliffhanger. Was würde ich bloß ohne dich machen? Das Schlimme ist, es gibt total viele Leute, die werden jetzt einfach aufgeschmissen, weil sie einfach ihr Bein gar nicht so hoch kriegen, dass sie es dann zu ihrem Mund bekommen, also ihren Fuß vor allem. Ich meine, ich krieg das hin, aber ich kenne viele Leute, die kriegen ihr Bein nicht mal auf Hüfthöhe gehoben. Wenn deine Vergangenheit dich einfach Cliffhanger, das ist halt wirklich so. HW1. Der sieht interessant aus. Das klappt so nicht. Wie, das klappt so nicht? Warum nicht? Das klappt so nicht. Warum? Das klappt. Okay. Ohne Werkzeug kriege ich... Wie man... Da. Ohne Werkzeug... Yo, Schraube! Nimm mich nicht an, das Objekt. Ey, Schraube, bleib mal locker. Scheiße, ey. Ohne Werkzeug kriege ich... Wie man... Da. Ohne Werkzeug... Okay. So. Danke, dass du mir beigebracht hast, Fußnägel zu kauen, Harvey. Die Fähigkeit schlummerte schon immer in dir, Edna. Ich habe lediglich das Bett auf den Flur geschoben und die Sprinkleranlage ausgelöst. Kannst du dann den jetzt auch einfach mal abbeißen? Confused. Jetzt kriege ich es nicht mehr dran. Das klappt so nicht. Das klappt so. Das klappt so nicht. Beiß nur einfach deinen Fuß und beiß ab. Also, okay. Okay. Dieses Geräusch ist übrigens. Supreme. Brunk. So, aber da kommt man trotzdem noch nicht durch, wa? Huch. Das klappt so nicht. Ich hab den Zehennagel vernichtet. Ich wollte eigentlich nur mit dem Ding. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Safe. Das ist in. Ich frage mich, was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke. Sie fragt. Edna, nicht! Du könntest den Ventilator kaputt machen. Ach, das will ich doch. Das ist in. Sie fragt sich. Oh, Herr der Rotation. Wirst du mich passieren lassen? Ein Stück. Unwahrscheinlich. Einfach alles mit mir redet, ey. Die Tür war fest verschlossen. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Do it, Cox. Harvey? Ich überlege noch. 67 Jahre treu, dankeschön. Ja, rein damit hier, ne? Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Nein, Harvey ist mein bester Freund. Aber es wäre witzig. Das klappt so nicht. Sieh mal, ich habe... Ich frage mich, was... Ja. Und du? Das klappt so nicht. Hey, komm mit, der sieht... Auf jeden Fall, hier ist eine unendliche Quelle an Zehennägeln. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Ja, da gibt es keine offenliegenden Schrauben. Man schneidet sich die Fußnägel aber nicht am Tisch.
Was hat sie getan? Man schneidet sich die Fußnägel aber nicht am Tisch. Ich habe keine Ahnung, was sie da tut. Ich akzeptiere es einfach mal. Es gibt einige wenige Gegenstände, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Ha. Gibt es das, ja? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Was soll ich denn da? Ich hätte jetzt echt gedacht, ich kann einfach das Stuhlbein da reinballern. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich kann nur eine Fußnagel vernichten. Das klappt so nicht. Sieh, ich habe... Oh, ein Wett, der packt was. Hab ich... Das ist... Nein, okay. Das. Oh, Herr... Wie sieht Edna so anders aus? Das ist die Anniversary Edition. Knusper, knusper. Gute Idee. Die Ritzen zwischen den Polstern sind der perfekte Aufbewahrungsort dafür. Cool. Nintendo, 18 Jahre treu. Dankeschön. Na. Ich habe jetzt schon den vierten Zehennagel abgerissen. Gute Idee. Die Rippen. Ach, warte mal, der soll die Klimaanlage einfach wieder ausmachen. Hallo. Was willst du denn jetzt schon wieder? Mach aus. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Aber... Er wird doch eher müde, wenn es... ordentlich warm ist. Oder nicht? Ist das ein Mythos? Ich habe keine Ahnung! Ich würde gern noch mehr über Minigolf. Ich beleidige einfach wieder seinen Vater. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Ja, hast du schon. Erzähl mir mehr. Ich hab dir mein... Hier, ein... Warum nimmst du nicht Papis Schläger? Und... So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na, warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Oh nein, Leute, Mann, oh, die Klimaanlage ist kaputt. So. Ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit Harvey. Und... Ja. Ja. Cool. Ich habe ihn kaputt gemacht. Kaputt gemacht? Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Kaputt, viel zu amazing. Wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Okay, 17 Jahre treu, dankeschön. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Ha! Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Nein, er ist kaputt. Aber was? Oder... Umso besser, da draußen... So. Richtig jebaited. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Warte mal, was ist da unten passiert, Alter? Habt ihr es gesehen? Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. So. Und jetzt werfen wir bitte noch einen Blick auf den Typ, der da unten verendet ist. Seht ihr das? Da? Nee, sehen wir nicht. Wo denn, Chris? Hä, ich sehe das nicht. Wo ist das denn? Ja, ja, verarsch mich. Das klappt so nicht. Kann ich ja nicht nochmal einfach einen Zehennagel abreißen? Ja, cool. Hier, guck mal. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann? Werf mal einen Zehennagel in seine Tasse. Also, so. Oh. Langsam werde ich richtig gut darin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm ich da rein? Das klappt so nicht. So, jetzt haben wir bestimmt schon 6 für 10. Bald gehen uns die Zähne aus, Leute. Ja, das wäre eine gute Idee. Während der Schrauben. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo zum Teufel sind wir hier? Sieht aus wie in einer Wüste. Helfer und Helfershelfer. Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung. Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Oh nein. Einer von den Guten, Leute. The good guy. Zu. War ja klar. War ja klar. Zu. Lädt. Hier ist eine ganze Menge Stuff. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Kenne ich. Ist genau wie mit dieser einen Person im Chat. Nicht du? Du auch nicht? Genau. Bei dir. Du bist ziemlich hässlich mit deinem Gegrinse. Na und? Ich habe Bonbons bekommen. Und ein Fahrrad. Und einen Drachen. Und einen echten Piratenhut. Ach, sei doch still. It's call outed, ey. Ich? Monka W? Ich mal wieder. Ich nicht, Pockers. Sui hasst seinen Chat. Ich möchte das Foto nicht mitschleppen. Warum nicht? Ob ich es wohl einfach runterschmeißen kann? Du siehst es voll cool. Bisschen creepy. Edna, also. Das gehört dir doch nicht. Das Motiv ist äußerst störend. So ein Mist. Das ist festgeklebt. The fuck? Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? Ist auch so. Was hältst du hierzu? Was hältst du von diesem Streamer? Und dann sagt er auch immer, ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Scheiße. Ein lernender Junge und bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Hallo, junge Edna auf dem Bild. Ich kann nicht richtig sprechen. Ah, Edna kann nicht sprechen. Sie ist nur halb auf dem Foto. Aber sie schreibt sowieso nur ab. Ah, Edna, Edna, Edna. Sag still auf, du Nervsack. Alles klar. Ich will kein Foto mitnehmen, auf dem ich unglücklich aussehe. Schön, ey. Irgendwie kann man doch den Rahmen öffnen und meine Bildhälfte aufklappen. Oh, es wurde abgeschnitten. Einfach weggecuttet, Mann. Cut Content. Wird später als DLC verkauft. Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Ja, ja, hässlichen Jungen. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Edna hat nicht mal einen richtigen Mund. Wie kann sie unglücklich aussehen? Naja, wenn der Mund offen ist und dann
nach unten gebeugt. Hallo, Junge auf dem Bild. Hallo, hallo, Edna. Sieh mal, ich spiele. Du hast Hausarrest, du kannst nicht mitspielen. Nein, bitte nicht. Hör auf. La, la, la. Muss Bild nehmen. Nein, ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Ich kann nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt nimm endlich schon das verdammte Bild, Edna. Mach schon. Ich kann nicht. Ja, ich benutze das Bild. Ich sehe drauf und erkenne, dass etwas drauf ist. Wenn ich es mir nur ansehen könnte. Tja. Was hältst du davon, Harvey? Schlag mal unter den... Ich seh's. Nach. Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Der Plural von Lexikon ist nicht Lexikensi? Lexikon, Alphabet. Hallo, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Klugscheißer. Oh, ich hab's gesnackt. Sieh mal, Harvey. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Lexikon. Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Lexikon. Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Klugscheißer denkt sich Chris auch auf, wenn er den Chat liest. Damit kennst du dich aus, Hauke, ne? Okay, was ist hier noch irgendwas? Mörder gefasst! Der Familie nicht... Warte mal. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden... Nicht die Behörden! Obwohl er sein Vergehen... Hey, Mella, danke für den Zappelkopf und den Glücksklitzen. Vielen Dank! Den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Name zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna in der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Super Kineko, danke für 23 Jahre Treue. Vielen Dank. Nichtraucher im Streichelzoo vermisst. Diese Meldung könnte ein sensationeller Nicht sein, wenn sie ein Über... Was? Diese Meldung könnte sensationeller Nicht sein. Ach so, sensationeller, wenn sie ein Überschallhuhn... Überschallhühner. Feels Zelda-Man. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Du sollst ihn nicht verbrennen, du sollst ihn einfach da reinlegen. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Havok. Das stimmt wohl. Okay, Google, mach Feuer. Scheiße! Ja, ich weiß. Es sieht aus wie ein Plastikkamin mit Elektrofeuer. Aber er ist wirklich aus Stein und fest in der Wand eingebaut. Das ist aber schade. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Ey, ist der Golfschläger von dem einen Typen vielleicht. Sieh mal, Harvey. Ein Poloschläger. Der soll uns als Schwert dienen. Ein Poloschläger. Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Das ist wunderschön für dich. Das ist mein alter Kumpel. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Es ist zu früh, um das Kriegsbeil zu begraben. Sagen wir, du hast gerade ausgepackt. Guck mal, Harvey. Der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Mach ich auch immer. Da entsteht die Smash-Trophäe, auch selbst gebaut. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Hallo, ihr Kleinen, hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern.
Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Hurra! Ich bin die Nummer 1! Jaha! Chimp, chimp, chimp! Wunderbar, ey. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Tempomorphen. Unterschrift. So, so. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hä? In der Tat. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ich will es trotzdem haben. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal. Da war doch was. Was war da? Was? Also an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Hallo? Ist da jemand drin? Ja. Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Nein. Genau. Ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Oh, cool. Der geht ja auf. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Alle haben Angst vor Schränken. Als Kind hatte ich immer Angst. Hallo? Nein. Als Kind hat. Was hältst du. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Der Weg. Hatte ich. So weit und doch so fern. Hatte ich nicht mal Höhenangst? Hoi. Mir wird irgendwie schwummrig. Ich habe Höhenangst. Hatte ich nicht mal Höhenangst? Hoi. Ich grüße dich, Fenster. Hallo, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Geil! Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Wie alt sind wir eigentlich? Wie lange sind wir hier drin? 10 Jahre anscheinend schon. Also hat er eben gesagt, glaube ich, ne? Es ist verschlossen. Die Tür war fest verschlossen, immer noch. Guck mal, Harvey. Dr. Marcells Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey. Der Thron von Dr. Marcel. Ist auf dem Thron. Hallo, Stuhl. Hallo, mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Alter, wenn ein Stuhl mir sagen würde, hallo, setz dich doch. Weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren würde. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Wollte eigentlich mit dem Stuhl reden. Was? Nein, viel zu teuer. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Setz dich auf mich. Oh. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcels Schoß sitzen. Dr. Marcel, ich komme auf diesen Namen nicht klar. Sieh nur, Harvey, Dr. Marcells Schreibtisch.
Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Gönnung, rauf da. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ja, so ist das leider, wenn man jemanden mit dem gleichen Vornamen kennt, nicht wahr? Man assoziiert das immer irgendwie. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. Es tut mir leid. Ein sehr Was? Ich liebe es. Da-da-da-da. Was? Sieh nur, Harvey. Dr. Mas... Lass Nein, ich leider will zu dem... Ein zu der Schublade will ich. Sieh nur, Harvey. Dr. Mas... Lass uns... Also irgendwie, Ja, das ist eine Kugelschreiber hier. Guck mal, Harvey, da liegt was. Oh, ein silbernes Zäpfchen. Das wird sicher kalt im Popo. Ich glaube, es ist ein Stift, Harvey. Meinst du? Also. Aber warum sollte man sich einen Stift in den Popo stecken? Erstens gibt es bestimmt Leute, die das schon, also nicht nur eine Person, die das schon mal gemacht hat. Zweitens haben wir letztes Jahr gelernt, dass, gewisse Leute mit Stiften auch ganz andere Dinge tun. Drittens. Habe ich vergessen. Viertens wäre es ein interessantes Talent herauszufinden, ob man sich einen Stift in den Arsch stecken kann und damit gleichzeitig trotzdem noch irgendwo auf dem Blatt Papier schreiben kann. Mit einer guten Stift. Egal. Ein stromlinienförmiger Stift. Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Natürlich klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Ach, schön. Ich will jetzt trotzdem mal die Schublade... Ah, da unten steht's immer. Harvey passt in keine Schublade. Dieb. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst. Gerade war der Spieler beeindruckt. Geht. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Das werden wir bestimmt noch häufiger hören. Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Zu. Das macht mich rasend. Ich frage mich gerade, die ganzen Soundeffekte sind so heftig teilweise. Einfach aufkloppen eventuell? Zu. Das macht mich rasend. Mann. Ich bräuchte eher was... Was Spitzes? Achso, ja dann. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Ja, dann nimm halt wieder den Superstahl. Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Ja. Dann nimm den Kugelschreiber. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ja, dann... Das ist mein alter Kumpel. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Dein fusselig ist einfach zu Rücken. Huch! Oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Vielleicht bin ich gar nicht aus der Zelle draußen, sondern du bist in der Zelle drin. Depends. Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dein dich nicht tot. Ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Ja, süße. Wir können jetzt noch 50 Stunden hier sitzen bleiben. Mir würde nichts passieren.
um den Tisch. Oh, cool. Assigned to Eddie Confetti. Steht das da richtig, wirklich drauf?